willkommen zu Volksinteraktiv an diesem Montag. Und ich habe heute mal mein Dirndl eingetauscht in das neue Fanclub Polo. Und ich freue mich, heute dreht sich alles um den VolksTV Fanclub und habe mir dazu auch wunderbare Gäste eingeladen. Ich verrate erst ein bisschen später, wer genau heute bei mir in der Sendung ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf einen gemütlichen Nachmittag. Es dreht sich auch viel oder fast alles um den 15. August. Da ist ja unser Fan-Tag mit VolksTV. Wir werden mit dabei sein, die Kamera wird mit dabei sein. Viele VolksTV-Zuseher aus nah und fern haben sich schon angekündigt. Einige Musikgruppen haben auch schon gesagt, dass sie kommen. Und einen wunderbaren Tag wollen wir, den wollen wir wirklich gemeinsam mit allen VolksTV-Zusehern genießen. Und da gibt es alle wichtigen Informationen rund um diesen Fan-Tag heute bei mir bei Volksinteraktiv. Ja, jetzt sind wir da, der Fanclub-Obmann und der Fanclub-Obmann-Stellvertreter, der Kurt und der Peter, die sind heute meine Gäste. Und es dreht sich heute alles um den VolksTV-Fanclub. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo lieber Kurt. Machen wir es aber offiziell. Hallo lieber Peter. Hallo. Und ja, wer den Kurt kennt, der weiß, der kommt nie mit leeren Händen zu uns ins Studio. Die Kaffeemaschine ist immer mit dabei und normal ist eine Pizza dabei oder auch was Süßes. Und danke mal, dass ihr hergekommen seid, um uns rund um den VolksTV-Fanclub zu informieren. Wie geht's euch? Ja, danke schön und einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem Studio. Wir haben ja einiges zu besprechen heute. Ich habe da schon alles da. Das Fanclub-Anmeldeformular zum Beispiel ist da. Dann haben wir Fanclub-Briefpapier und Briefumschlag. Und den Fantag, den dürfen wir auch nicht vergessen. Also der 15. August ist schon mal zum Vormerken ein Tag rund um VolksTV, rund um den VolksTV-Fanclub. Und was da alles ansteht und Tipps über Anreise. Ich glaube, der Peter hat schon einen eigenen Busplan und Zugplan ausgedruckt. Also alles rund um diesen Fantag, rund um den 15. August, den gibt es auch heute bei Volksinteraktiv. Und ihr habt mir verraten, ihr bleibt heute noch ein bisschen länger bei mir. Ja, wir bleiben heute bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Und das bittere Ende ist aber die Volksbox jetzt in dem Sinn für uns. Also von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr gibt es auch eine Volksbox mit dem Volksfanclub. Und ja, wir starten gleich rein mit allen Informationen. Aber zuerst, wir sind ja so wunderschön angezogen. Kurt, erzähl mal, was haben wir denn Feines an? Also das sind die neuen Fanclub-Leibchen, die ich produziere lassen. Und jeder Fanclub-Mitglied, also der sich bei uns einschreiben lässt, bekommt so eines. Also der Jahresbeitrag wäre 25 Euro und dafür bekommt er so ein tolles T-Shirt. Polo-Shirt. So ein tolles Poloshirt. Und der Erste war ja eigentlich der Peter. Du warst ja der Erste im Kommissar. Ja, genau. Genau. Wann ist jetzt eigentlich die Idee entstanden? Kann man das irgendwie so sagen, wann der Fanclub irgendwie so gegründet worden ist? Zumindest es war mal im Kopf einmal, ja. Wo der Kurt zu mir gesagt hat, er möchte jetzt etwas gründen. Mhm. Und nach, ja, ich weiß nicht, willst du das wirklich antun? Das ist doch ein bisschen verloren. Und nach ja, hin und her, und nachher habe ich gesagt, ja gut, Mitglied wie. Aber nachher wollte er mich auch Stellvertreter. Und er wollte dich und du bist es auch geworden, Stellvertreter vom Fanclub. Also man hat mal gemunkelt, das wäre was Feines, ein Fanclub rund um VolksTV, wo jeder Zuseher auch ein Fan werden kann von diesem Fanclub. Und er hat gesagt, wenn dann nur an deiner Seite oder mit dir an deiner Seite. Ja, genau. Genau. Und wie gesagt, den 15. August, den Tag werden wir heute noch öfters hören, weil es ist ganz wichtig, es ist schon einiges in Planung. Aber zuerst starten wir rein mit Kaffee und Kuchen. Denn alle VolksTV-Zuseher wissen, es gibt natürlich auch bei uns wieder auch die Kaffeepause von 15 Uhr bis 15.30 Uhr. Und Peter und Kurt haben was Feines mitgebracht, Muffins. Und weiß nicht, Peter und Kurt, seid ihr dafür? Machen wir die Leitungen auch auf für Musikwünsche schon, oder? Sicher, machen wir auf. Genau, und unsere Musikwünsche, die VolksTV-Hymne haben wir gehört. Und wenn wir noch Musikwünsche haben, die stellen wir auch in unseren Musikplayer rein. Und wer auch sagen möchte, ich bräuchte einen wunderbaren Titel für heute Nachmittag, das versüßt meinen Nachmittag ein bisschen. Also gerne anrufen und ja, wie gesagt, also Telefonnummern haben wir gleich eingeblendet, Musikwünsche sind auch gerne willkommen, dir erfüllen wir natürlich auch gerne. Alle Fragen, Antworten und Infos rund um den Fanclub werden heute erfüllt und ich glaube, ich kriege ein bisschen einen Einblick in den VolksTV Fanshop, also Fanclub Fanshop auch ein bisschen, da gibt es einiges. Ja, genau. Mehr verraten wir aber noch nicht jetzt. Nein, noch nicht. Ja. Wann starten wir los? Um 15.30 Uhr, da sind wir dann wieder da. Und ich freue mich auf viele, die ja, eine Musikwunsch haben, die Informationen brauchen, denn wir geben heute alle Auskünfte rund um den Fanclub. Und ich sage mal danke jetzt. Es riecht schon so gut. Jetzt gehen wir in eine kleine Kaffeepause. Und dann um 15.30 Uhr geht's los mit Peter und mit dem Kurt.
besprechen wir mal den 15. August. Fangen wir wieder von vorne an. Es ist vieles am Programm und steht viel am Plan. Wie geht denn das Ganze los? Kurt, gib uns mal ein paar Infos, was steht denn überhaupt am Programm? Also ab 8:30 bin ich in der Pizzeria in Gamlitz und da ist einmal der Treffpunkt. Und dann verweilen wir dort bis zu ca. 11 Uhr und dann werden wir weggehen. Es ist nur eine Gehstrecke von ungefähr 2 Kilometer und es ist wirklich gemütlich. Gemütliches Gehen, es braucht keine Angst haben. Sollte einer die Strecke nicht bewältigen, dann setze ich mich ins Auto und fahre ihn hin zu dem Buschenschank. Aber dann warten wir halt eben dort im Hof der Pizzeria. Es kommen sehr, es haben einige Musikgruppen sich angesagt und weiteres war es der Peter, mehr von den Musikgruppen. Bitte. Ja, der Peter ist ja fleißig unterwegs. Und du hast zum Beispiel gesagt, die Edelseher haben was ausgerichtet für dich, oder? Die haben ja eine kleine Botschaft. Ich habe mit dem Fritz geredet und er hat noch gesagt, er wäre gerne kommen. Aber leider, der hat woanders dann Auftritt. Also, da ist noch nichts. Aber vielleicht kommen die Granaten. Oder vielleicht die Wagenburg. Elisabeth Moser-Holt hat sich schon angekündigt. Ja, und wer noch kommt, ein Tag der Überraschung. Ein Tag der Überraschung. Und Sie können die Überraschung mitbestimmen. Denn jeder ist herzlich willkommen, egal jetzt ob Fanclub-Mitglied oder noch nicht Mitglied oder möchte Mitglied werden. Jeder kann eigentlich teilnehmen, egal ob man Fanclub-Mitglied ist oder nicht. Das müssen wir jetzt auch einmal dazu sagen. Eine Mitgliedschaft ist keine Voraussetzung für diesen Fantag, oder? Nein. Genau, überhaupt nicht. Genau, wir werden da nicht irgendwie Ausweis kontrollieren oder sonstiges. Also wir freuen uns wirklich auf jeden, der Zeit hat. Und Peter, du hast jetzt gesagt, du warst da fleißig unterwegs, hast viele Musikgruppen schon gefragt, ob sie kommen. Und es wird, Kurt hat schon angefangen, Buschenschank ist, glaube ich, ein Thema. Buschenschank ist was typisch Südsteirisches, sage ich jetzt einmal. Also, es gibt eine gute Jause, es gibt dann Musik, kann man sagen? Ja, gibt es auch Musik. Und also das heißt, jeder Musikant, jede Musikgruppe darf gerne das Musikinstrument mitnehmen? Ja, genau. Die sollen einfach kommen und keine losspielen. Kommen und losspielen, das ist das Stichwort. Also jetzt fassen wir es noch einmal zusammen. Circa 8.30 Uhr ist Treffpunkt in Gamlitz, in der oberen Hauptstraße 48. Und wer jetzt 8.30 Uhr nicht ganz schafft, also spätestens um 10.30 Uhr, 11 Uhr, wäre dann, ja, sag ich mal, Abmarsch. Also Daniel hat mir vorhin ausgesagt, dass er selber auch spielen wird mit seinem Vater. Den habe ich gestern getroffen. Wunderbar. Ja, den habe ich gestern getroffen und gesagt, er macht das schon, ist kein Problem. Wer weiß, also vielleicht nehmen wir Moderatoren unsere Musikinstrumente dann auch mit, das passt. Vielleicht spielst du auch, okay. Ich werde schauen, ob die Geige mit, ob sie es mitschafft. Du darfst noch vorher proben. Ich darf noch vorher proben, ja, gut. Sonst verteilen wir Europacks oder sonstiges. Ich glaub, so schlimm wird's nicht. Oder ein Schnapsal mehr und der gute Weinmeier, dann. Nein, ich glaube auch nicht, dass es so schlimm wird. Ja, jeder ist herzlich willkommen. Noch einmal zur Info. 8:30 Uhr Treffpunkt in Gamlitz. Gemütliches Kennenlernen, sage ich jetzt einmal. Wir haben ein bisschen mehr Zeit zum Kennenlernen. Um spätestens 11 Uhr ist Abmarsch zum Buschenschank oder zu Buschenschank. Und noch einmal wollen wir erwähnen, dass das ein gemütlicher Spaziergang ist. Es braucht keine Angst zu haben. Es ist für jeden bewältigbar. Und wenn jetzt jemand sagt, ich schaffe das gesundheitlich gar nicht, da gibt es natürlich eine Fahrgelegenheit. Die werden wir noch organisieren und die werden wir auch dann vor Ort zur Verfügung stellen. Also es schafft jeder, zu diesem Buschenschank zu kommen. Und da wird gemütlich weiter gegessen, musiziert und ein gemütlicher Tag verbracht. Und ich hoffe, du wirst die erste Geige spielen. Ich werde die erste Geige spielen, okay, gut. Nehm dich beim Wort. Ja, und wenn ich jetzt zu diesem Fantag kommen möchte, gibt es aber auch noch eine wichtige Info. Sie haben es gesagt, wichtig ist, sich wirklich Zeit zu nehmen. Es ist nämlich ein Feiertag, es ist ein Montag. Ja, Sie haben richtig gehört, ein 15. August ist ein Montag heuer, denn da ist Marienfeiertag. Wir haben es extra so gewählt, weil viele ja gesagt haben, das Wochenende ist oft heilig, auch mit Urlaubszeit. Und vielleicht geht es jetzt am Feiertag dann aus, dass viele die Zeit sich nehmen, um in die Südsteiermark zu fahren. Da wäre halt mein großer Wunsch, die, was aus Deutschland anreisen, speziell der Franz mit seiner Susi, seine zwei Bekannten und natürlich der Bäckermeister Mario, der möchte bitte, ich habe wirklich eine große Bitte, einen Tag vorher anreisen, weil sonst wird es zu eng und zu stressig. Wir haben einen Zugplan da, der wird Ihnen der Peter dann ein bisschen später erklären. Aber es, noch einmal, bitte, wir freuen uns alle, die was kommen zu den, für unseren Fanwandertag, aber die aus Deutschland oder aus der Schweiz anreisen, der Peter Möhl hat mir auch geschrieben, er würde auch gern kommen, aber bitte einen Tag vorher anreisen, sonst wird es zu stressig. Wird es zu stressig und da habe ich das nächste Stichwort schon gehört, denn alle
Infos rund um Übernachtung, rund um Zug, Fahrpläne, Busfahrpläne und sonstiges. Die haben wir dann gleich auf Lager. Das heißt, es gibt wirklich Gründe, sich Zeit zu nehmen und vielleicht ein paar Tage länger in Gamlitz zu bleiben. Und diese Gründe erfahren wir gleich. Und jetzt gibt es noch gute Musik und dann gibt es alle weiteren wichtigen Infos rund um den Fantag. August. Diesen Tag werden wir noch heute öfters hören, denn an diesem Tag findet der Fantag statt, der Fan-Wandertag, Fantag. Es ist keine große Wanderung, es ist ein gemütlicher Spaziergang und es ist an einem Feiertag. Es ist Montag, ein Marienfeiertag und da gibt es rundherum viele Informationen. Ihr habt auch einiges mitgebracht. Fangen wir gleich an mit dem Thema Übernachtung. Du hast gesagt, bitte unbedingt früh genug anrufen. Wenn jetzt jemand sagt, ich kenne mich aber in der Südsteiermark gar nicht aus, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also zuerst einmal im Ort gibt es die Möglichkeit, wir haben Hotels, wir haben Privatpensionen, auch ein etwas weiter gelegenes Hotel, wo 60 Betten oder 80 Betten groß ist, haben wir sicher die Möglichkeit, aber dann muss ich das früh genug wissen. Und am besten auch gleich in den nächsten Tagen die Bescheid geben. Unbedingt in den nächsten Tagen Bescheid geben, weil die Südsteiermark ist normal eine Wahnsinnsgegend. Dort bekommt man irrsinnig schwer ein Zimmer. Am besten vielleicht selbst einmal im Internet gustieren, was es da so an Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Es gibt, wir können es dazu sagen, fürs ganz kleine Geld Börserl auch schon wunderbare Zimmer, wunderbare Privathäuser, Privatzimmer. Und es gibt auch Hotels. Also man kann wirklich ganz gemütlich in der Südsteiermark übernachten, vielleicht einmal selbst gustieren. Und wenn keiner fündig wird, ich glaube, du hast da auch noch ein paar Tipps und Tricks auf Lager dann. Ja, genau. Ich kann sicher ziemlich weiterhelfen euch. Und nur früh genug melden. Früh genug melden unter der Telefonnummer, die wir eingeblendet sehen. Das ist die Telefonnummer von unserem Pizzakurt. Und du hast gesagt, Sonntag anreisen wäre empfehlenswert. Vielleicht Sonntag anreisen, unbedingt. Unbedingt aus Deutschland oder weitergelegene, unbedingt Sonntag anreisen. Da ja der Montag, wenn du Montag anreist, irrsinnig stressig wird. Vielleicht auch den Montag noch einmal Zeit nehmen und auch am Montag noch einmal in Gamlitz bleiben, falls es doch ein bisschen länger werden könnte am Montag. Wer weiß, denn du hast gesagt, nach dem Buschenschank ist noch nicht Schluss. Ja genau, nach dem Buschenschank ist nicht Schluss. Dann gehen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt und zwar in die Pizzeria. Da gibt es dann zum Schluss einen Kuchen und einen Kaffee und natürlich ein gemütliches Beisammensein und mit unseren Fan. Genau, also ein bisschen ein gemütlicher Ausklang kann man sagen und ja, man schaut dann nicht auf die Fanclub-Uhr, also die lassen wir dann, die drehen wir um und die schönen Stunden, die sollten oder nicht da. Oder stecken wir es weg. Genau, aber wir lassen sie oben auf jeden Fall, aber man sollte an diesem Tag nicht zu viel auf die Uhr schauen. Apropos Uhr, Uhr von Busplänen oder Zugplänen, die brauchen wir schon und da bist du der Experte, Peter. Ja. Ja, Experte ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, weil der Feiertag gibt nicht viel her. Also von Salzburg nach Graz ist kein Problem. Da fahren immer Züge, das ist kein Problem. Aber nur die, die von Deutschland kommen oder von, keine Ahnung woher, okay, von weiter weg. Von ich habe nur einen Plan von Salzburg. Von okay. Salzburg nach Graz. Von Salzburg fährt der Weg am Hauptbahnhof um 1.34 Uhr. In der Früh? In der Früh. Und das heißt, dann kommen dort okay, um ja. 7 Uhr in der Früh. Und von Graz fährt er nachher weg, falls halt der Plan stimmt. Okay. Ja, falsche Seiten. Schickst du uns jetzt eh nicht woanders hin? Nein. Ja, aber das heißt, von Salzburg nach Graz ist ja schon mal ein schönes Eck. Ja, das ist ein schönes Eck und... Dann geht es aber von Graz noch weiter nach Gamlitz, das muss man auch... Nach Gamlitz, aber der fährt um 7.08 Uhr und in Gamlitz wird ungefähr um 8 Uhr sein. Also in Spülfeldstraße. Okay. Also, aber Busse werden keine fahren. Jetzt sind wir schon bei dem Punkt, das heißt wirklich, das ist jetzt das Exemplar, was der Kurt gesagt hat, unbedingt am Sonntag anreisen. Ja, weil das war am allergescheitesten. Oder um 1.34 Uhr in der Früh in Salzburg starten und dann durchmachen. Ich meine, es können alle kommen, die können am gleichen Tag wieder heimfahren, aber nur natürlich. Da ist es aber großes Respekt nachher. Also, noch einmal das Appell an alle, wirklich unbedingt Zeit nehmen, früher anreisen. Und wer weiß, ob das nachher passt, dann passt nur Zug verpassen genau. Und nachher... So ist es. Aber auch mit dem Auto kann man anreisen, das ist auch ganz wichtig und da gibt es genügend Parkplätze rund um Gamlitz. Ah, da gibt es genug. Da ist ein Spurplatz in der Nähe. Es ist beim Pizzakurt ist auch genug Platz. Also Parkplätze gibt es genug. Parkplätze gibt es für alle Autofahrer genug und es ist auch ein Feiertag, wo ihr sagt, da kann man wirklich überall problemlos parken. Auch kostenlos?
Kostenlos. Also Park brauchen wir keine Stellen, Parkgebühren gibt es keine. Nein. Wer jetzt sagt, so mit dem Auto vielleicht auch Fahrgemeinschaften gründen, mal schauen, wo sind VolksTV-Fans, VolksTV-Zuseher aus meiner Nachbarschaft, da vielleicht gemeinsam fahren. Da kann man dann ein gemütliches Glas Wein mehr trinken, dann, wenn man Fahrgemeinschaften bildet. Also da, das Auto, sage ich mal, ist fast der sicherste Weg für alle, die sagen, es ist mit dem Auto bewältigbar. Ja, aber eins kann ich noch sagen, weil der Bitte. André, da bleibe ich noch in Gamlitz. Also auch jeder, der was noch da bleibt, der kann sich gleich beim André in sein Zimmer einquartieren. Oh ja, da, ja stimmt. Sicher auch frei. Ja, also wir könnten ja auch verlosen, wir könnten ja ein Platzl dann beim André verlosen. Ich glaube, da dreht uns die Bianca einen Kragen um, aber ja, vielleicht gibt es da noch ein extra Zimmer neben dem André. Der schnarcht, glaube ich, gar nicht, wer weiß. Auf jeden ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Um Gottes Willen, keine Gerüchte verbreiten, weil wir haben heute schon genug Gerüchte wieder gehört, ja. Sind wir wieder beim Stichwort, André. Ja, er redet ja viel, wenn der Tag lang ist, unser Papa Dossi. Aber wie gesagt, der André bleibt schon mal in Gamlitz. Ich weiß nicht, wie es mit dem Daniel ausschaut. Ich weiß auch nicht, wie es mit mir ausschaut. Ihr hättet immer für die frei. Oh, wo, also neben dir oder wir? Ah, okay, das verlosen wir dann auch. Also, wie gesagt, wir Moderatoren nehmen uns gerne viel Zeit, um den Tag mit allen Zusehern und allen Fans zu verbringen. Und ja, ich glaube, wir genießen auch jede einzelne Minute und solange es geht, bleiben wir natürlich auch in Gamlitz. Und Auto haben wir geklärt, Bus haben wir geklärt, Zug haben wir geklärt. Wenn man mit dem Flieger kommt, ja, Graz, Thalerhof, ja klar. Aber irgendwie dann auch, wenn er Infos braucht, dann rund um... Ja, wenn jetzt einer mit dem Zug kommt, der muss aber gleich die Sparschiene nehmen, weil da zahlt er, da ist es ein bisschen billiger bis Spielfeldstraße. Ah, unser Sparmeister Peter, okay. Sparschiene. Ja, Sparschiene. Das hat er mir extra gesagt. Ah, das hat er extra gesagt, der Herr Zugmann. Ja. Schaffner, wie auch immer. Okay, also die Sparschiene, muss ich das extra anklicken irgendwie wo? Ja, ich glaube, das kriegst du über Internet, glaube ich. Also bitte mit der Sparschiene fahren, schön sparen. Das bekommt er am Bahnhof sicher die Auskunft, wenn er sagt, die Sparschiene von Salzburg nach Spielfeld, dann kriegt er sicher das Ticket. Kriegt er sicher günstiger dann. Okay, ja, also sind alle Fragen rund um Anreise und so geklärt. Und falls es noch weitere Fragen gibt, nämlich ein bisschen uhrzeitmäßig haben wir schon ein bisschen was angesprochen, aber ich glaube, das besprechen wir auch nochmal ganz genau. Und die Uhrzeiten, die genauen und alle weiteren genauen Infos zum Fan, da gibt es nochmal gleich. Wieder zurück und stehen geblieben sind wir beim 15. August und da bleiben wir noch ein bisschen, denn es ist, wir haben schon oft gesagt, bei uns im Fantag ist jeder herzlich willkommen, egal ob Mitglied vom Fanclub oder nicht Mitglied, sondern einfach nur VolksTV-Zuseher und Fan. Und auch Musiker sind eigentlich herzlich willkommen und da gibt es schon einige Zusagen. Ganz sicher kommt der Louis, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, beim nächsten Einstieg werde ich ein paar Fotos hier präsentieren, wo der Louis drauf ist. Der kommt nämlich aus Ehrenhausen, ist ein Gametzer, heißt Kaschowitz und er hat sich extra den Tag freigenommen. Er hätte sonst einen Frühschoppen gespielt und extra für den Wandertag, Fanclub-Wandertag, hat er sich freigenommen. Aber ich glaube, den lernen wir noch kennen, denn er hat sich beim Daniel einmal angekündigt. Ja, was ich weiß, so am 2. August ist er hier im Studio. Ist er hier im Studio beim Daniel, also den lernen wir noch kennen vor dem Fantag. Und es haben sich auch schon viele weitere Gruppen aus nah und fern angekündigt. Und wir sagen auch immer dazu, wie der Peter gesagt hat, einfach mitgehen, aufspielen, gemütliche Zeit verbringen. Das heißt, wer sein Instrument mitnehmen möchte, kann das gerne tun. Ja, wenn es ein großes Instrument ist, egal, ob es Ratsche oder Teufelsgeigen, ist ganz egal. Ist ganz egal. Die großen Instrumente, die schwer zum Tragen sind, die schaffen wir irgendwie, dass wir die zum Buschenschank raufbringen. Ja, da fragen wir. Unser Papa kann auch tragen, unser Papa Dossi. Nein, also wie gesagt, jeder, der ein Musikinstrument hat, der ein spielen möchte, der auch vielleicht sagen möchte, ja, das ist einmal eine Gelegenheit, mit VolksTV gemeinsam aufzuspielen, der kann diesen Tag natürlich auch gerne nutzen. Und da sind wir beim nächsten Stichwort. Wir werden natürlich mit der Kamera mit dabei sein. Also wir werden diesen Tag für die Nachwelt natürlich festhalten. Ja, genau. Genau, und jeder, der mit uns auch ein bisschen vor der Kamera was erzählen möchte, der kann das auch nutzen. Vielleicht lernen wir da die Fans dann ein bisschen näher kennen, von wo sie angereist sind, wie lange sie schon VolksTV sehen, welche Lieblingsgruppen da so gibt. Und also ich bin schon ganz gespannt. Ja, nochmals meine Bitte an die, was wirklich aus Deutschland oder aus der Schweiz anreisen, bitte einen Tag vorher kommen. Eure Lieblinge wird sie dann sonst zu wenig sehen, oder weil die Zeit dann zu kurz ist. Aber wenn, dann bitte einen Tag vorher anreisen. Ihr könnt die von
und oben läuft die Frage. Ja, genau, natürlich. Wir stehen noch für viele Fragen und Antworten und Infos, also stehen wir zur Verfügung. Und apropos Infos noch einmal, Anreise fort, also am Sonntag, und alle Infos rund um Übernachtung, Anreise auch beim Pizzagurt oder auch auf Fox TV auf der Facebook-Seite. Gut, so. Ja, Musiker haben wir. Wir wollen dann nach der kurzen dritten Kaffeepause, denn die Martina, die Tochter vom Kurt, hat hier fleißig gebacken. Da wollen wir dann klären, wie man jetzt noch einmal sich anmelden kann. Und vor allem, du möchtest unbedingt, das ist dir ganz wichtig, herzeigen, wie das Ganze im Hintergrund ein bisschen ausschaut. Wer ist da im Vorstand mit dabei, dass alles seine Gültigkeit hat? Da gibt es einen Bescheid von der Bezirkshauptmannschaft. Also du möchtest wirklich die Karten offenlegen und sagen, das ist kein Hokuspokus, das ist ein Fanclub, den ich gegründet habe mit viel Kraft und viel Energie, und dass alles mit rechten Dingen zugeht, ja, und genau, dass wirklich die 25 Euro Mitgliedsbeitrag nicht irgendwo anders hingehen, sondern wirklich für den Volks-TV-Fanclub und vor allem für die Volks-TV-Fanclub-Mitglieder sind. Also das möchtest du dann auch noch herzeigen. Genau, ich möchte alles präsentieren, also vom Kontoauszug bis zur Anmeldung. Nicht vom Privatkontoauszug, vom Fanclub-Auszug. Alle diese Dinge möchten wir dann nach der Werbung präsentieren. Genau. Möchten wir sonst noch vor der Werbung etwas präsentieren? Ich glaube, jetzt haben wir so viel erzählt rund um diesen Fan-Tag. Uhrzeiten wiederholen wir noch einmal für alle, die es jetzt versäumt haben. 8.30 Uhr in etwa, Treffpunkt, ja, in der oberen Hauptstraße 48, also direkt. Man kommt ja gar nicht vorbei. Also wenn man von Ehrenhausen Richtung Leutschach fährt, habe ich das jetzt so richtig? Genau, ist auf der rechten Seite ist die Raiffeisenbank und genau schräg gegenüber ist die Pizzeria, ist nicht zu übersehen. Also mitten im Ort ist die Pizzeria. Und gegenüber ist gleich die Polizei. Also schön brav sein. Wir werden morgen, ja. Wir sind brav. So, jetzt wo bin ich stehen geblieben? Du warst mit der Polizei da. Na, 8.30 Uhr Treffpunkt, ca. 11 Uhr wäre jetzt 8.30 Uhr, sage, da liege ich noch in den Federn und bin noch nicht ganz auf dem Weg. 11 Uhr wird dann circa der Abmarsch sein zur Buschenschank, die ist 2 Kilometer circa so ungefähr, entfernt. Ja. Für alle gesundheitlich angeschlagenen Knie oder sonstiges, sage ich jetzt einmal, es gibt natürlich auch eine Fahrgelegenheit, wenn wer sagt, es geht gar nicht zu Fuß. Schlechtwetter ist auch noch ein Punkt, den wir ansprechen müssen. Ja, genau. Also was ich immer sage, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlecht angezogene Wanderer. Genau, wenn es ein bisschen tröpfelt, Nieselregen, dann ziehen wir die Sache mit Regenschirm und Schirm. Genau, das ziehen wir durch. Also ein bisschen Regenschutz mitnehmen, wenn das Wetter nicht so schön angesagt ist. Wenn es jetzt wirklich aus Kübeln schütten sollte, dann gibt es ein Ersatzprogramm. Genau, wenn es wirklich aus Kübeln schütten sollte, dann bleiben wir natürlich in der Pizzeria. Es gibt zwar keine Pizza, da ich an dem Tag nicht die Zeit haben werde. Ich wollte gerade sagen, du hast nur zwei Hände und die genau bleiben bei den Volks-TV. Und dann verbringen wir in der Pizzeria und ich glaube, über Volks-TV werden wir vielleicht irgendwas sagen. Über einen riesengroßen Fernseher auf der Terrasse wird sicher ein tolles Programm gemacht. Genau. Also, aber das lassen wir auf uns zukommen, wie das Wetter dann wirklich ist. Auf jeden Fall Treffpunkt 8.30 Uhr bei jedem Wetter vor dir, vor der Pizzeria. Genau. Genau. Ja, und dann ab 11 Uhr Jause und Musik. Gute Breitljausen. Ah, gute Breitljausen. Ich freue mich aber schon drauf. Was kann man sich erwarten, so kulinarisch, von der Südsteiermark? Von der Südsteiermark, also mal das Erste, das ist, was immer fragt, ein Brätli außen, ein Verhockertbrot mit Knoblauch. Herrlich. Also wirklich, eine gute Jausen, die ist auf jeden Fall. Einen guten Wein, unbedingt, den gibt's. Den gibt's auf jeden Fall. Und gemütliche Stunden mit Musik, die gibt's auch. Genau. Und dann, wenn wieder der Abmarsch nach Gamlitz runter ist, das besprechen wir dann vor Ort. Genau. Genau. Okay. Ja, das wären einmal alle wichtigen Infos und alles Weitere zum Fanclub nach der kurzen Pause. Und jetzt starten wir in die kurze Pause. Ah, ich glaube, das mein Teller läuft. Mein Kaffee ist schon leer, also muss ich gleich wieder mal nachfüllen. Müssen wir nachfüllen, aber ich hoffe, Sie sind auch nach der kurzen Pause wieder da, denn da gibt es noch einmal alle Infos rund um Anmeldung und rund um die organisatorischen Sachen, Behörden und so weiter und so fort. Alles wird auf den Tisch gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dranbleiben zahlt sich aus, wir freuen uns. Wir sind wieder da nach der kurzen Kaffeepause. Die Muffins sind verschwunden. Ich glaube, jetzt brauchen wir alle ein größeres T-Shirt. Na, so schlimm ist noch nicht, aber herzlichen Dank nochmal an die Martina, die heute seit in der Früh in der Stube, genau, in der seit Küche. 6 Uhr in der Früh. Seit 6 Uhr in der Früh, also die Tochter vom Kurz. Danke an die Martina für die leckeren Muffins. Wir können jetzt warten, 2, 3 sind noch da, aber mehr. Ja, die Regie war auch schon hungrig und danke nochmal an dieser Stelle.
Apropos, du hast einiges mitgebracht, denn Muffins gegen Ordner. Viele Ordner. Ganz genau. Also ich möchte euch nur zeigen, dass wir kein Schmähverein sind, sondern dass das alles Hand und Fuß hat. Und zwar ist das hier der Bescheid. Der Bescheid. Dann halte ich dir mal. Der Bescheid dafür, dass ich den Fanclub in Gamitz führen darf. Wir haben auch andere, ich möchte auch andere, hier sieht man zum Beispiel die Belege, die schon einbezahlt worden sind. Mhm. Also es hat wirklich alles Hand und Fuß, was wir mit dem Verein machen und was mit dem Geld passiert. Da steht genau der Auftraggeber dort. Der ja genau, hier steht der Auftraggeber, genau. Die Kirischitz Elisabeth, die kommt aus Straß. Und die hat es einbezahlt, 25 Euro. Und es sind auch noch andere. Alles ganz genau. Ja, ganz genau. Es ist alles. Und du sagst, das ist dir auch wichtig, denn es ist viel Arbeit und es muss alles seine rechtlichen Grundlagen haben. Und wie du sagst, es ist kein Schmähverein, also kein Spaß. Ich meine, schon Spaß, aber jetzt nicht. Es hat wirklich alles Hand und Fuß und jede Mühe, die lohnt sich auf jeden Fall. Und alle 25 Euro Mitgliedsbeiträge, also diese werden wirklich für ja, viele Zwecke erfüllt. Verwendet. Und die haben alles eine Richtigkeit und natürlich gibt es Fanclub-T-Shirts und alles. Also diese 25 Euro, die sind schon dann auch im ganzen Jahr, da kann man schon einiges, sage ich jetzt mal, um diese 25 Euro auch bekommen. Genau. Bescheid, also von der Bezirkshauptmannschaft in Leibnitz, in der Südsteiermark, und es hat alles eine Richtigkeit, alle Mitglieder stehen da drauf. Und wenn du sagst, es möchte jetzt jemand ganz konkreter Einblick haben. Ohne weiteres, ich kopiere das, und wenn das jemand zugeschickt haben möchte, also meine Telefonnummer ist eingeblendet, einfach anrufen und dann schicke ich ihm dann den Bescheid zu, dass wirklich alles ordnungsgemäß abläuft. Das ist ganz wichtig, dass alles wirklich ordnungsgemäß abläuft. Und jetzt noch einmal die ganz wichtigsten Infos, das Anmeldeformular, wenn wer Mitglied werden möchte. Also 25 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr, und da gibt es wirklich viele Vorteile um diese 25 Euro. Also keine Angst, die 25 Euro, die lösen sich nicht in Luft auf, sondern man bekommt ein T-Shirt, man bekommt alle anderen Ermäßigungen auf Fanclub-Artikel und sonstige Vergünstigungen bei Fantreffen oder sonstigen Anlässen sind natürlich auch mit dabei. Also man hat schon viele Vorteile. Das Anmeldeformular nochmal zur Info bekommt man beim Kurt in der oberen Hauptstraße 48 in Gamlitz. Und die Telefonnummer, die sieht man auch eingeblendet. Und vor allem, du bist auch wirklich für jeden erreichbar. Am besten vielleicht Montag, Dienstag, da hast du am meisten Zeit. Und sonst auch den Kurt. Während der Arbeit genauso. Okay. Mhm. Nehme ich mir die Zeit. Dann nimmst du dir die Zeit, aber du bist auch auf Facebook vertreten und vor allem kann man auch uns die Postadresse auch auf die Facebook-Seite schreiben oder eine E-Mail-Adresse office@volks.tv. Einfach bitte um das Anmeldeformular fragen, die Adresse dazu schicken und schon ist das Anmeldeformular auf den Weg. Ja, das wäre jetzt eigentlich einmal die gröbsten Infos rund um den Fanclub, rund um den Fanwandertag, um den Fantag am 15. August. Und ich darf den Tag noch ein bisschen länger mit euch verbringen. Ja, das freue ich mich. Denn wir starten ab 19:45 Uhr gemeinsam in die Volksbox. Da werden wir auch alle Wünsche erfüllen, wie wir es gewohnt sind in der Volksbox. Aber es gibt natürlich, wenn die Volks-TV-Familie Fragen hat an den Peter, an den Kurt, da gibt es natürlich auch Rede und Antwort und alles Weitere. Ja, dann sage ich einmal danke, Peter, danke, Kurt, dass ihr euch jetzt einmal die Zeit schon am Nachmittag genommen habt, alles vorzustellen. Ich glaube, wir lassen auch alles da für die Volksbox. Also wenn jemand Zeit und Lust hat, einzuschalten, dabei zu sein, Wünsche abzugeben, Fragen zu stellen rund um den Fanclub, rund um Volks-TV. Wir sind da und freuen uns auf viele, die Lust haben, mit uns zu plaudern. Ich glaube, es gibt auch was zu gewinnen. Das werden wir was herrichten in der Pause. Und da gibt es natürlich auch wieder super Preise, wie gewohnt in der Volksbox. Also dranbleiben, um 19:45 Uhr geht es weiter mit der Volksbox, mit den Musikwünschen, mit Fanclub und mit Peter, Kurt und der Clara.